Hi, ich bin Sarah. Ich komme aus Deutschland. Ich bin hier im Camp Babska, nennen wir es, an der Grenze von Serbien nach Kroatien, wo ein Grenzübergang sich befindet, wo die Flüchtlinge passieren dürfen. Ich bin hier, weil ich freiwillig helfen wollte und erfahren habe, dass hier viel Hilfe benötigt wird. Ich bin hier mit der Gruppe von Tschechen. Es ist hauptsächlich eine Gruppe von tschechischen Volontären, die sich frei organisieren zusammen. Es ist keine Organisation oder irgendwie eine Hilfsorganisation, die dahinter steht. Das sind wirklich alles private Leute, die sich über Facebook miteinander konnektieren und dann entscheiden, wer geht wann wohin, wer bringt welche Hilfsgüter mit, was wird gebraucht. Das ist alles privat. Finanziert auch durch private Spenden. Wir sammeln das Geld selber, wir fragen selber unsere Freunde oder geben selbst ziemlich viel dazu. Ich habe übers Internet davon erfahren und weil ich jemanden kannte, der hier auch im Camp ist. Babska ist eigentlich kein Camp, weil die Flüchtlinge hier gar nicht übernachten. Die Flüchtlinge passieren hier nur über die Grenze und meistens passieren die so schnell, weil sie einfach aus dem Bus kommen und schnell über die Grenze möchten zum nächsten Bus, der sie dann nach Opatovac ins nächste Camp bringt, was Übernachtungsmöglichkeiten dann hat. Das heißt, es ist eigentlich nur ein Durchgang hier, der weder militärisch noch polizeilich wirklich abgesichert ist. Es ist Polizei da, aber die kümmern sich nicht besonders viel drum. Also haben verschiedene Hilfsorganisationen angefangen, diese Passage zu beflanken und die Menschen, die hier passieren, zu versorgen mit grundlegenden Dingen wie Wasser und Lebensmitteln, medizinische Versorgung. Also zum ersten Mal ist dieser Durchgang, dieses Camp, gar nicht von oben her organisiert. Das heißt, die verschiedenen Organisationen oder freiwilligen Helfer treffen einfach aufeinander und müssen sich irgendwie miteinander arrangieren. Natürlich haben verschiedene Organisationen mehr zu sagen und verschiedene weniger, haben auch Kontakte wie die UN, natürlich größere Kontakte. Wir haben jetzt eine relativ passable Zusammenarbeit erreicht. Zunächst mal muss man sagen, dass das, was die NGOs in den Camps organisieren und tun, meistens sehr gut ist, um ein organisiertes Lager zu haben, um einen Ansprechpartner zu haben, um Regeln zu haben, um zu organisieren, wer darf was, wer ist wo. Alles ist offiziell. Aber häufig habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz abdeckt, was die Flüchtlinge auch wirklich brauchen. Zum Beispiel die UN und auch das Rote Kreuz hier brechen nachts ihre Zelte ab. Abends verlassen sie quasi den Durchgang hier. Sie sagen, sie gehen, wenn der letzte Bus da war. Aber es gibt sowas wie den letzten Bus, gibt es nicht. Nachts teilweise kommen hier Busse an, stehen vier Busse in einer Reihe. Manchmal sind auch Lokale, Ansässige, Serbier zum Beispiel, da, die Essen oder Trinken bringen. Aber hauptsächlich sind sie hier. Wir befinden uns hier an einem Engpass. Also es ist wirklich ein kleiner Durchgang, wo viele Leute ankommen. Dadurch, dass die Grenze relativ von der kroatischen Seite viel Polizei da ist, werden die Leute nachts nur langsam durchgelassen. Das heißt, es staut sich auch zurück enorm und dass diese Massen zu handhaben, ist unheimlich schwierig. Wir versuchen sie ein bisschen zu beruhigen, wir kochen Tee. Wir bringen dann auch den Tee zu den einzelnen Gruppen. Wir bringen die Menschen quasi in Gruppen rüber und versuchen sie zu beruhigen, um eine einigermaßen gewaltfreie Situation hier auch zu gewährleisten. Kapazitätentechnisch brauchen wir Leute. Übers Wochenende haben wir immer genug. Natürlich, die Leute können übers Wochenende kommen. Unter der Woche wahnsinnige Mangel an Helfern. Was wir brauchen, sind Männerjacken, Frauenjacken und Kinderjacken. Socken, Mützen, solche Dinge. Das reicht uns immer für 2-3 Stunden am Abend und danach müssen wir allen sagen, Leute, es tut uns leid, wir haben nichts mehr. Wir sortieren schon und es ist unheimlich schwer zu sortieren, zu sagen, du kriegst eine Jacke und du kriegst keine. Was wir zum Beispiel jetzt auch so gemacht haben, ist, die wussten gar nicht, dass wir kommen. Wir sind einfach hierher gefahren, weil wir in Opatovac gefragt haben, wird Hilfe hier benötigt? Die sagen, ja, wahrscheinlich. Wir sind hergefahren und haben gesagt, hey, cool, dass ihr da seid.
Also es ist relativ entspannt organisiert. Wenn die jetzt gesagt hätten, wir brauchen eure Hilfe gar nicht, aber dort und dort könnte man Hilfe brauchen, dann wären wir einfach weitergefahren. Also von daher ist es relativ frei organisiert. Wir haben hier tagsüber hohe Temperaturen. Ihr merkt es ja. Nachts wird es richtig, richtig kalt mittlerweile. Die Leute frieren, die Leute haben teilweise nur Flipflops und Sandalen an oder nur T-Shirts, kurze Hosen. Zu sagen, wie es weitergeht, ganz unabhängig vom Winter, wir arbeiten von Tag zu Tag. Wirklich jeden Tag planen wir neu, weil wir jeden Tag neue Leute haben, wir haben jeden Tag jemand anderes, jeden Tag eine andere Situation, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was jetzt vom Roten Kreuz verboten wird und so weiter.